So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier ist ja der Chris von CX Germany Official, natürlicherweise Games mit Spaß vor Freude natürlicherweise am Start. Heute wollen wir mal eine Runde Reaction-Videos machen, also natürlicherweise nicht nur einmal, sondern auch mehrmals ja gerne machen. Und ja, wir fangen einfach konkret mal langsam wohl an. Natürlich war es, da wollen wir auch nicht so schnell wie möglich, natürlich war es, ja, halt so schnell hier den halt entsprechend so schnell, ja, so geben. So, ich werde mal hier kurz mal meinen Titel wegmachen. Und dann mache ich mal hier auf Übergang. Dauert ein bisschen, das ist ja typisch so die Internetklasse, ne? So, also, ja, wir werden jetzt mal heute mal reagieren bei Appler 73 Kira Takahashi. Also Grüße gehen dich natürlich mal so raus, lieber René, wenn du mich siehst, also mich hörst auf YouTube. Und ja, heute schauen wir mal bei dem Hashtag Top YouTuber an. Und ja, was da ja große Klasse ist, also habe ich auch natürlich was heute teilgenommen. Und ja, heute sieht man schon natürlich was, ne, hier. Und ja, ich spule mal ein bisschen hier vor, weil vorhin hatte irgendwie was nicht so im Endeffekt geklappt. Und ja, so meine Zitat natürlich was für Anfang an, also der bewertet halt verschiedene YouTuber und dies, das, also halt. Und ja, und er gibt halt auch sein Feedback da, also nicht nur positives Feedback, sondern auch natürlicherweise wird er auch ja sagen, was da noch verbessern könnte. Also dass da halt mehr Leute bei dem YouTuber-Kanälen da vorbeischauen könnte. Also theoretisch halt. Ne? So. Wir schauen mal am besten mal hier an. Mache ich mal hier groß. Vor der Textmodus, wenn es geht. Ja, das geht. Und dann hören wir uns mal gleich wieder, ne? Nichts Neues passiert. Er hat auch zuletzt einmal bei dem nächsten vorbei und picken den nächsten raus. Und es ist der Christian, ja. Okay. Christian, ja gut, okay. Auch da ist nichts Neues passiert. Er hat auch zuletzt ja noch den Minecraft-Let's Play gemacht. Das können wir ja gleich auch noch mal gucken. Ansonsten, ja, bei ihm ist es ja auch dasselbe. Er hat ja zweimal ein Fun-Mail drauf getan, wo er geschrieben hat, dass er Gaming- und Music-Channel macht. Aber bis jetzt sieht das eher nicht nach Music-Channel aus. So meine kleine Situation. Also, ich mache halt nicht nur also Gaming, sondern auch total Music. Und ja, weil das Problem war vorhin, dass mein Rechner nicht wirklich einwandfrei funktioniert, ist ja klar, dass da halt ja nicht geht hier mit Musik. Und ja, das ja klar, muss man natürlich um Verständnis bitten und auch akzeptieren, ganz einfach. Punkt. Wobei er doch schon welche drauf hat, nämlich 60er, 70er, 80er Jahre. Aber ich wette, dass das bestimmt alles nur Copyright-Musik ist. Alles Copyright oder so. Ansonsten hat er wohl auch noch kein... So, Thema Copyright-Musik, kommen wir mal dazu. Weil ich habe natürlicherweise zu Copyright-Musik selber ja manchen, also natürlich war es nicht bestimmt, aber die auch natürlich war es für alle Welt spielbar sind. Also das heißt, sowohl nicht nur in Deutschland, sowohl auch weltweit kann man auch weltweit abspielen. Das ist ja kein Problem. Also das ist in Ordnung. Zwar auch noch wenigstens Mühe gegeben mit den Funmails. Ansonsten hat er diese Standard-Funmails und davor hat er keine Funmails drauf. Das gebe ich ja mal zu. Also ich habe versucht, mich mal besser zu etwas mal zu bemühen, halt extra wohl gesagt als getan. Und ja,
Was ich ja doch sagen könnte, theoretisch auch, ja, vorhin war es ja wohl kein großes Thumbnails gewesen, also so lose Thumbnails und dies und ja. Und deswegen halt entsprechend wohl habe ich ja so erstmal getan, dass es erstmal so die Thumbnails zum Mindest halt was da drauf gibt. So in etwa. Und ansonsten scrollen, werden wir runter scrollen. Auch wenn der jetzt geschrieben hat, dass ich ja auch noch am Start wäre. Genau, also das war ja wohl gewesen hier bei dem Videobotschaft an den YouTuber, also RPL73, also der René halt gewesen, aber hat ja wohl rausgestellt, der hat wohl nicht ja mal, also mein Video nicht ja angeschaut, so richtigerweise. Der hat einfach nur weggelassen, bestimmt wegen den Reh von meiner Seite, ne? Also an sich selbst wohl. Hat ja wohl ja bestimmterweise keinen Bock gehabt. Also das finde ich echt mal schade. Da könnt ihr eigentlich, weiß ich, ihr extra Video machen oder so. Das finde ich ja mal schade. Da stand doch irgendwie der Name von mir drauf, glaube ich. Wenn ich das richtig gesehen habe, aber ich weiß nicht mal welchen nochmal. Naja. Ah ja, Videobotschaft. Ach, und da stehen auch noch die Regeln dabei drauf. Okay. Aber das werden wir nicht anschauen, weil ich werde wohl eher das aktuellere Part gucken. Also. Er ist auf jeden Fall regelmäßig dran, streamt auch so häufig und hat zwar immer schon fast dieselben drauf, aber ansonsten alles noch in Ordnung. Ja, was natürlich was in Ordnung ist, ne, dass ich ja Zeit habe mit ja mit YouTube natürlich was er machen kann. Das ist ja kein selbstverständlich, aber in der Zukunft will ich ja halt auch nicht so viel Zeit ja haben mit YouTube, sowohl das als was anderes. Und ja, ich benutze halt auch nicht immer hier das gleiche ihr Thumbnails, ne, wie man sieht, natürlich weiß nummeriere ich auch natürlich weiß manchmal ihr das oder was anderes. Das ist ja ihr Unterschied, ne? Und deswegen halt. Und ansonsten streamt er meistens wohl eher von der PS4 dabei, weil er alles auf der PS4 zockt. Und dabei sind ja noch die ganzen Infovideos, auch noch sogar über das It's Raid dabei, wo er noch geguckt hat. Ja, also. Ja, ich streame meistens natürlich was auf dem PS4, weil auf dem PC kann man nicht so ganz einfach livestreamen, weil entsprechend muss man ja zugeben, dass da halt ja manchmal ja wohl am Laggen ist oder auch Probleme macht. Und deswegen habe ich ja natürlich, mache ich ja lieber auf dem PC Videos als ja bei dem PS4 halt Livestreamer, ja. Oder auch höchstwahrscheinlicherweise auch ja von meinen entsprechend von meinen PS4 aus, ne, Videos. Das ist auch, geht auch, aber sowohl das Qualität, ne, macht sich ja wohl ja unterschiedlich, ne, das. Und ja, also da hat er jetzt nur noch ständig dieselben Dinger dabei als Thumbnail drauf getan. Man hätte ein bisschen mehr kreativererweise von jedes einzelne Spiel dabei unterschiedlichere Thumbnails drauf getan, aber naja, muss man dafür wissen. Newstime, ja, das ist wahrscheinlich von seinen alten Abos. Mittlerweile hat er schon locker über 100 Abos schon, also schon fast genauso viel wie Kushoanio. Also Grüße gehen an dich, Kusho, falls du noch das Video siehst. Und ja, ansonsten. Was? Ja, dann, also,
Zu dem Thumbnail will ich auch nicht ja so groß ja halt extra halt zu den bestimmten ihr LP Games ihr Thumbnails reinklatschen. Das reicht sowieso, dass ja wohl vollkommt ja wohl ja aus. Also da wird er auch natürlich weiß ich, später auch was Gutes was zu sagen als Schlechtes zu sagen. Das ist finde ich meiner Meinung nach ganz in Ordnung und ja, kann man natürlich was akzeptieren, aber muss auch nicht ja natürlich was sagen. Ja, es muss natürlicherweise hier immer das Gleiche. Ne, ich habe schon hier ein paar genügend Thumbnails reingeklatscht. Ne? Das ist ja kein Problem. Also, meine Sache, also an den lieben René da. Ne? Das ist ja wohl klar, dass es ja wohl so ist. Aber wir schauen mal einfach mal weiter, was der wohl dazu sagt und ja, und dann sagen wir mal was dazu, was. Das. Also, er hat meistens nur unterschiedliche Thumbnails von dem einen dieselben drauf, den er drauf getan hat, noch die Info-Ding. Also, er hat sich durchaus bei allen Videos, die er noch vorher noch keinen Thumbnail drauf gemacht hat, tut er doch auf einmal welche drauf. Und gibt sich doch Mühe. Und das sieht schon besser aus. So sieht das aus. Und ja, vorhin war es ja natürlich, war es ja klar, ist ja, ja so, ohne Thumbnails ist blöd. Und ja, ich kann auch nachvollziehen, die anderen haben auch hier keinen Thumbnails hier auch nicht reingetan. Und da werde ich auch beweisen, dass der auch der René auch nicht alles da Thumbnails da reingeklatscht hat. Auch bestimmte auch, dass er auch hier das gleiche Thumbnails hat. Das werde ich auch gleich mal sehen. Und also da wird ihr auch relativ weiß ja gleich mal sehen. Und ja, also ja, die drei, wo ich ja wohl die drei neuen Thumbnails da drauf geklatscht habe, okay, es wird dann ist es ja noch mehr geworden bei den letzten Tagen bei den letzten Tagen schon, aber schon habe ich ja wohl über mein mobiles Handy wohl so extra eingestellt, also so extra halt erstellt, ne, auf Deutsch gesagt, ne. Also ist nicht so blöd geweiht oder ist das, sondern halt ganz normal. Und ja, und er findet natürlich was, dass es noch viel besser als mit dem anderen Thumbnail. Das war halt gewesen, okay, so größtenteils von meiner hier den Titelhintergrundbild. Und das habe ich ja da drauf extra hier, wie man sieht. Extra halt auf dem Thumbnails gemacht. Das ist ja logisch. Und deswegen ist ja klar, dass er so gewesen ist. Also, er kommt schon, was das mit den Thumbnails angeht, in der richtige Richtung an. Das ist schon das einzig Positive. Ansonsten haben wir noch die eigene Playlist, also seine erstellten Playlisten. Auch da könnt ihr noch in aller Ruhe noch gucken, damit ihr es auch anschaut. Ich stehe natürlich unter YouTube-Partner dabei drauf, genauso wie ebenfalls wie Domi und Stefan und noch der Psycho-Killer. Das steht auf jeden Fall schon am Start. Und auch der Kusho. Also, ansonsten sind da noch die ganzen Abos, aber da will ich ja nicht allzu lange gucken. Wobei ja immerhin Chris vielleicht auch noch sogar den Domi abonniert hat. Ja, also, ja, das ist ja wohl auch richtig dazu. Gegebenenfalls will ich auch dazu noch auch noch dazu so sagen, also der wird auch später auch noch gleich so sagen, aber davon von Domi habe ich ja wohl dazu nichts zu tun. Einerseits, also noch gar nichts zu tun, das ist ja nicht, also nicht von mir, aber von ihnen halt. So, und ja, und deswegen halt läuft es halt ja ganz schön drumherum, kann man wohl sagen, ne? Ja. Obwohl er eigentlich WAS heißt statt Snogs, aber naja. Ansonsten gehen wir mal unter Diskussion, da steht nichts drauf. Kanäle, da könnt ihr gerne euch das Video in aller Ruhe stoppen und es in Ruhe lesen. Ansonsten hat er natürlich auch eine eigene Discord-Channel. Da steht es hier drauf. Den hat er auch drauf, sowie auch noch eine Steam-Community und eine eigene Twitch-Kanal auch am Start, sowie Instagram. Und ansonsten können wir mal direkt mal zu seinem Video anklicken, zur
Hashtag PS4, Minecraft PS4 Edition Live, Hashtag 21, also Part 21 halt. In 1080p und 60 FPS, das Gute als schlechter Zeit. Was auch immer das heißen soll, weiß ich auch nicht. Aber 1080p und 60 FPS finde ich ziemlich nice. Ich hoffe darauf, dass die Videoqualität auch leicht ist. Und warum bin ich. So, also. Ja, jetzt kommen wir mal so ihr erstmal so Sache. Der wird jetzt mal ruhig kurz mal ansehen, wie das ja wohl so geht. Also erstmal kurz mal so ansehen und dann wird er halt eine Feedback ja wohl geben. Das heißt, zu dem Zeit, wo ich streame, ne, war ich wohl nicht da. Und also war ich ja nur hier halt neben hier meine, wird ihr auch mal gleich hören, von meinem Kollegen geht ja auch natürlich was, Grüße geht da natürlich was raus, natürlich was, ne? Den Jüngen, ne? Und ja, also auf jeden Fall fragt er auch sicherlich gleich auch, ne, was ist denn gut. Was meint er hier, das Gute als schlechter Seite? Aber ich frage mich, warum der Apple mich automatisch wohl mich disabonniert hat. Ne? Das ist, hört sich ja wohl irgendwie erschreckend aus, lieber René. Ne? Weil ich sehe es, dass du ja wohl halt. Ja, wo hier halt mich noch nicht ja abonniert hast. Das ist ja. Ja, das ist Alarmstufe Rot. Und deswegen hat er bestimmt, er weiß ja nicht, wo ich sein Abo hier Button gespielt. Das kann ja vielleicht auch sein, aber wer weiß, ob das er wohl hier gespielt hat oder nicht. Ne? Steht ja wohl offene Fragen wohl da drauf. Aber lassen wir einfach dahinter. Also, wir werden einfach jetzt mal schauen, was der wohl dazu reagiert. Und ja. Ihr könnt auch mal mitschreiben, auch was dazu reagiert. Und ja, dann hören wir uns mal. Bis gleich. Den, warum der plötzlich automatisch deabonniert hat, obwohl ich den als Abonnent habe, weiß ich auch gar nicht bei Christian. Da habe ich zwar keine Ahnung. Hier steht ja unten noch dieselbe Videobeschreibung drauf. Ja, also das weiß ich auch nicht, lieber René, warum das so automatisch mich disabonniert hast. Also, das weiß ich ja wirklich ja nicht. Vielleicht war es ja vielleicht das Patricia oder Patrick-Typ oder so. Wer weiß es, ob das der war, aber keine Ahnung. Also das weiß ich ja wohl ganz so gar nicht. Wie im Kanalinfo, glaube ich, mehr oder weniger. Und ansonsten schalte ich mich halt stumm und sage somit bis gleich. So, hört mich jetzt besser? Ja, die hören mich. Hallo? Hallo? Ja, siehst du? Es verzögert sich ja leider ein bisschen, aber es ist kein Problem. So, dann erstmal mal herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Runde Minecraft. Hier ist ja der Anne Jürgen. Und ja, heute spiele ich mal hier auf dem PlayStation 4 Minecraft. Und ja. Ja, alles klar. So klingt Christian, wenn der wohl ein bisschen betrunken ist halt. So in etwa, aber nein, Spaß beiseite. Ja. Also, ich war bestimmt ja weiß ich nicht betrunken, also das war wohl fake gewesen. Deswegen war ich ja wohl Anne Jürgen gewesen und hatte natürlich was, das alles
mal so offen gut gemacht. Bis dahin, dass es ja wohl schlecht da darüber zieht, aber es geht natürlich weiter gut. Ja, also deswegen muss er halt der René nicht ja wohl denken, dass ich nicht bin, sondern halt der Anne Jürgen gewesen war. Und ich war auch nicht betrunken, sondern ich war wohl leider wohl leicht erkältet. Ja, und deswegen steht da wohl so, als statt ihr Gutes, als ihr Schlechtes seid, kommt es natürlich darüber rauf. Deswegen. Jawohl. So, dann wollen wir mal hören, was der wohl, das, der René wohl absichtlich natürlich noch Abschluss noch was dazu sagt und was der seine Meinung was sagt, äußert. Und ja, Kritikpunkte und ja. Und was auch noch was, die was verbessern könnte. Und ja, hört einfach mal mit, was er wohl sagen könnte. Auf jeden Fall, ist ja auch ein bisschen anders, ein bisschen etwas schräger drauf, aber das ist bei denen normal, wenn man Christian Drakovic halt sagt und so und was weiß ich. Auf jeden Fall ist die Videoqualität noch ganz gut. Klar, es ist halt von der PS4 gestreamt worden. Klar, da würden viele sagen, dass die Grafiken etwas schlecht ist, dass es halt verpixelt ist, trotz dass es 1080p ist. Das ist es bei mir zwar auch so in dem Falle. Aber ansonsten sieht es ja ganz gut aus. Und das macht auch wirklich einen ziemlich sehr positiveren und einen ziemlich sehr guten Eindruck. Und ich hoffe, Christian, dass du bestimmt mit den 143 Abos noch zufrieden bist. Vielleicht kriegst du noch zusätzliche mehr Abonnenten. Bei Sakko Techno waren es sogar noch über 3000 Abonnenten. Nochmal zur Info. Und ansonsten war es das also für diesen Video. Ich hoffe, es hat euch sicherlich gefallen. Falls ihr euch noch immer noch für den Hashtag Top YouTuber bewerben tut, dann... Ja, das... War es ja wohl natürlich was, Erklärung natürlich was an den René, also von den René von Airplayer natürlich was so ein Hashtag Top YouTuber. Und ja, jetzt kommen wir mal zu meiner Meinung nach und dann erkläre ich natürlich was noch dazu und schaue auch natürlich was kurz bei dem wohl vorbei, was der wohl auch natürlich was Subnets hat. Nur mal so Info für dich an den René, ne? Also, es hat natürlich was, keine großen Kritikpunkte, also keine Kritikpunkte. Okay, nur außer der möchte halt nur verlangen, dass ich ja noch mehrere Thumbnails da wohl erstelle, aber ich bin nicht so viel Kreativität, also der jemand wohl ständig wohl besser gesagt als getan, ständig am Thumbnails hier wohl zu arbeiten, das muss ja nicht sein. Und was dazu natürlich weiß noch zu sagen könnte, entsprechend, ja, also, ja, positives Feedback finde ich ganz gut in Ordnung als beim letzten Mal Hashtag Top YouTuber, weil der müsste halt der ja letzten Male echt mal hier auf den Pferde zu treten. Und zwar, ja, der sagt einfach hier Mensch, der Chris, ey, kannst du mal zumindest mal hier Thumbnails machen oder kannst du ja wohl nichts machen? Und ja, ich hatte natürlich, weiter meiner Meinung nach, ne, ich bin nicht nur der Einzige, der ich jetzt wohl denke, ich muss jetzt hier faul sein und dies, das, ne. Gibt's andere unterschiedlichen Meinungen dazu. Ich bin auch nicht der Einzige, der jetzt wohl vorhin nicht möchte, hier dieser restlichen Subnets drauf klatschen muss. Und ja, es gibt natürlich was so unterschiedlichen, ne? Können wir auch natürlich was bei ihnen vorbeischauen, also bei Airplayer 73, also bei René, können wir auch natürlich was sehen, dass der auch nicht ja alles ihr Subnets da reingeklatscht hat. Und ja, und ich werde auch natürlich was, also da werde ich auch natürlich was gleich zeigen. Aber nichtsdestotrotz finde ich ja erstmal wirklich mal erstaunt und natürlich was, endlich mal was Positives von endlich mal nach 2000 Jahren natürlich was gutes Feedback natürlich was rausgebracht hat. Finde ich ganz in Ordnung, also ganz prima.
Kommen wir ja jetzt mal hier kurz mal extra noch einen Schluss noch dazu. So jetzt seine Thumbnails, ne? Da können wir auch sehen, der hat auch hier so wieder Thumbnails drei gemacht, auch Interview und dies und dieses und jenes, ne? Und wie man auch sieht, also der nimmt auch wahrscheinlicherweise immer, ja, fast immer wohl das gleiche Thumbnails drauf, wie zum Beispiel FIFA 20 hier immer das gleiche Thumbnails oder hier den Crash Team Racing. Was gibt's noch? Interview gibt's auch noch. Ja. Also, ich werde auf jeden Fall ja auch noch was dazu sagen, lieber René, wenn du ja siehst. Erstmal Kritikpunkte natürlich, was er bei deinen Thumbnails und zwar hier bei diesen CTR-Thumbnails, ne? Wie kann man das denn jetzt sehen hier bei den Thumbnails, was das ist? Was ist das denn? Keine Ahnung. Steht ja nur den Titel da: Team Racing Multiplayer. Okay, alles klar. Also hier Crash Team Racing. Und ja, der sollte normalerweise noch besser machen und nicht nur so kleines hier so eine Thumbnails machen. Eher so hier, wie zum Beispiel also hier so von Rainbow Six Siege. Und das ist auch in Ordnung. Sowas hier, Hashtag Top-YouTuber, finde ich echt genial. Echt genial, also ganz wunderbar als bei den anderen. Der könnte auch dazu auch hinklatschen hier, Hashtag PlayStation oder PS4. So, Multiplayer, auch natürlich was Sticker reinklatschen hier mit Live, Smiley und auch was anderes, ne? Kann man auch natürlich was, oder hier mit ihr YouTube-Symbol oder so. Gibt es natürlich also viele unterschiedliche Möglichkeiten, dass man noch was dazu oder was hinfügt. Was natürlich, weißt du, noch wie hier, natürlich, weil sie bei den Hashtag Top-YouTuber was gemacht hat. Finde ich echt in Ordnung. Und ja, wir gucken mal weiter. Und sieh mal an. Was ist das denn? René? Warum hast du hier keine Thumbnails darauf geklatscht? Nur mal so die Frage. Weil das sieht ja wohl keine Thumbnails aus, außer die anderen Thumbnails. Ist ja wohl realistisch, aber das hier. Nee, nee. Das ist kein Thumbnail. Und wie man ja weiter scrollen, dann sieht man auch schon hier Rocket League. Und ja. Was gibt's denn noch was Schönes? Zum Beispiel war so dieser Fall. Ja, hier. Auch bei dem 600. Abonnentenspitzer. Hier, hier. Diese beide könnt ihr was dazu noch was verbessern. Natürlich war es hier zumindest mal Thumbnails zu klatschen. Und nicht sowas hier. Natürlich war es hier einfach so lassen. Das gibt's normalerweise so nicht drin. Das wegen. Oder hier bei dem BO4. Da hat er auch was vergessen. Also da hat er bestimmte Videos ohne Thumbnails ja wohl vergessen. Auch wie hier. Okay, da hat er wohl ja Glück gehabt. Mal so. Aber schon die reinste Routine. Auch hier hat er auch vergessen, hier seine Thumbnails zu klatschen. Okay. Ja. Oder auch hier. Hier hat er auch hier ja wohl gefehlt, seine Thumbnails zu klatschen. Also da hat er auch bestimmte also Videos, der er noch ohne Thumbnails ja wohl geklatscht hat. Also da, lieber René, ja, ich muss natürlich was sagen, dass er René auch nicht ja wohl alles mit Thumbnails geklatscht hat, sondern nur die Kleinigkeit noch was vergessen hat. Und ich hoffe mal, lieber René, dass der ja wohl das wohl in der Zukunft dann noch ja mal bitte wohl ergänzt. Ne? Sonst werde ich ja wohl da ja vielleicht ja wohl hier an den Zuschauer ja schreien. Der René hat ja wohl hier, der hat der René hat ja wohl hier, das hat man jetzt hier da gemacht, aber nicht hier bei allen Videos hat er wohl nicht gemacht. Das
Ist ja wohl klar. Und ja, und so sieht er wohl aktuell bei laut auf mein Video 145 Abonnenten. Und wir wollen, ich würde ja gern freuen, dass wir erreichen die 200. Abonnenten. Ja, deswegen halt. So sieht's aber aus, ne? So, ja, dann kommen wir mal dann war mal langsam auf zu Ende. Ne? Ich habe zumindest. Oh, jetzt kommt er wieder hier, der Tischweiße. Ja. Aber okay. Naja, das ist ja wohl typischer manchmal leckt das ja wohl so, aber es ist alles normal. So, ich hoffe es. Ich habe euch mal natürlicherweise, ja. Meine Meinung nach, also meine Reaction, natürlich war wohl mal gezeigt. Und ja, das war's natürlich, weiter, meine Damen und Herren, meine Lieben. Jetzt kommen wir mal zur meine Endwörtchen, natürlich war meine letzten Worten, natürlich war was ich immer wieder was sage. Abonniert mal auf meinen YouTube-Kanal und wenn ihr gefällt, diese zu fette geile Reaction, lasst gerne natürlich was Daumen nach oben da und ja und was ich noch dazu ja natürlich was sagen könnte wie immer also könnte ich ja sagen also dass ihr auch hier auch wenn ihr vergisst die Glocke aktivieren und ja schickt natürlich was auch in verschiedenen Social Medien Seiten natürlich was darüber. Also, das ist ja kein Problem. Und ja, also, wenn ihr natürlich was in natürlich was weiter seht, natürlich was Reaction-Videos, dann schreibt natürlich was voll alles rein, was ihr könnt mit dem Hashtag echte Reactions. Nein, Spaß, zur Seite. Sondern natürlich was ganz normal, also entspannt. Und ja. Und was wollte ich hier denn noch sagen? Ach so, mit Socken inhalieren. Okay. Ja, das war's. Jo, dann sehen wir uns dann mal wieder, ne? Bis zum nächsten Mal. Eure Chris von 60 Germany Official. Ciao.